Also es war wirklich eine große Ehre, nach Moskau kommen zu dürfen. Und den Tchaikovsky-Wettbewerb ist ein Name, den ich von meiner Kindheit kenne. Und es war wirklich so eine Freude, hier im Saal aufzuspielen. Es war sehr schön, in der Musikhochschule hier in Moskau mit so einem historischen Raum spielen zu können. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich ins Finale kam und dass alles gelaufen ist und ich spielen konnte, wie ich wollte. Und ist das dieser Gang von einer Runde zu den anderen, ist das anstrengend oder wie haben Sie das empfunden? Ja, schon. Ich hab ziemlich am Anfang bei jeder Runde gespielt und dann ist die Wartezeit sehr anstrengend bis zum Ergebnis. Aber also man bereitet sich immer vor, als wäre man weitergekommen. Und ja, also man kann nur spielen, wie man selber will. Und das endliche Ergebnis im Rahmen des Wettbewerbs hängt vom Jury ab. Also es ist eigentlich auch eine Geschmackssache und es ist spannend und ja. Haben Sie Ihre Kollegen auch mal gehört von jemandem? Ich habe manche Freunde im Wettbewerb gehabt, aber die Geigerunde während des Wettbewerbs habe ich nicht im Saal zugehört, weil es ist zu viel Stress, würde ich sagen. Aber ich habe manche Klavierfreunde während des Wettbewerbs zugehört. Also dann gratuliere nochmal. Vielen Dank.